Hallo, willkommen in meinem kleinen Bassin, in dem ich mir täglich Süßwasser einlaufen lasse und dann ein paar Stunden drin rumschwimme, weil wir es können bei Rocket Beans. Wir haben die Kohle, die fette Kohle. Und wir haben auch, das haben wir vor allen Dingen, haben wir die fette Kohle, weil wir die günstigen Praktikanten haben, so wie dich, Carsten. Oder? Carsten Gusto. Der bekannte. Die Rohre zusammenschweißt und der Wasserkeller-Erforscher. Ja, du bist hier, weil du auch beim letzten Mal, als wir Bioshock gespielt haben, schon dabei warst. Ja, mich wird man nicht los. Ich bin wie so eine Seuche. Ja, das geht mir ja genauso mit anderen. Also, geht den Leuten mit mir ja genauso. Ja, und wir werden jetzt zusammen einfach noch eine Runde traurige Frauen erlösen von ihrem Leid. Ist das korrekt? Das war dein Plan. Du hast gesagt, erschießt die Frau. Ja, es war eine Idee. Ihr Weinen stört mich. Aber sie steht auch im Wasser. Also, und Wasser und eine spezielle Fähigkeit von dir verbinden sich auch ganz gut. Meinst Abfackel. Du Feuer? eventuell meinst du den Electro Bolt. Den haben wir ja schon in Bioshock 2 auch gesehen, was wir ja letzte Woche gespielt haben. Und diese Woche spielen wir Bioshock 1 wieder weiter, falls ihr euch wundert. Ich will ja eigentlich nichts tun. Aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir näher rangehen, ne? Hallo? Was? Tja. Der wird sie direkt sauer. Ich habe nur ihre Maske getroffen und sie betäubt. Da sehen wir die Maske. Die wollte mit so einer fetten Rohrzange auf mich. Vielleicht wollte die nur das Wasser beheben. Die wollte das Rohr einfach reparieren, Carsten. Wahrscheinlich. Wir haben den einzigen Klempner erledigt, der in Rapture noch drin ist. Und noch am Arbeiten war. Ich fand es eben gerade sehr interessant, dass du das Wasser geschockt hast, aber trotzdem nichts passiert ist. Ja, ist ein bisschen buggy. Es klappt nicht immer, aber eigentlich ist es so gedacht, dass wenn man, hast du ja schon richtig gesagt, Strom ins Wasser und dann... Du musst ja auch unbedingt gucken, ob sie ja auch wirklich lieb ist oder böse Absichten hat und nah an sie rangehen, ob sie vielleicht doch eine weinende Frau ist, die nur... um ihr Baby trauert oder so. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist nämlich im ersten Moment dachte ich, interessanter Sarg, wer ist da wohl drin vielleicht, aber das ist ja Andrew Ryan, das kann er nicht sein. Und dann denkst du, fuck, der ist ja voll klein. Ja. Und dann wird alles plötzlich viel schlimmer eigentlich. Und wir haben diese Frau auch noch erledigt. Aber die sind ja alle verrückt, das sollte man sagen, die sind verrückt und wollen uns töten. Und haben wahrscheinlich, hat sie ihr Kind selbst umgebracht. Oder durch übermäßigen Splice-Gebrauch vernichtet. 0451 ist nicht unwichtig, merken wir uns. Looten. Möchte dich looten. Du hattest deinen Phaser ja eh nur auf Betäubung gestellt. Okay. Das ist kein Revolver, das ist ein Phaser. Ich kann es nicht einsammeln. Ich hätte es aber so gerne. Ich möchte es haben. Da habe ich es. Spritzen. Ja, sind wichtig. Nicht unwichtig im Spiel. 0451 bleibt gemerkt. Oh, und hier kann ich auch noch die Pistolenkugeln ändern. Bioshock hat ganz viele tolle Gameplay-Momente und Elemente. Allein, dass man nicht nur, dass es viele Waffen gibt, sondern dass man auch noch die Munition darin verändern kann, finde ich toll. Warum machst du es mir so schwer? Das erste Gimmick ist ja die Munition. Und dann kommt auch noch die Gadgets, die du einzelnen Waffen noch anbringen kannst dazu. Oh, welche Gadgets? Meinst du jetzt, ich bin schon so lange raus, dass ich gerade jetzt gar nicht weiß genau, welche? Ja, du kannst die Waffen dann noch individuell verbessern. Als erstes hast du jetzt siehst du? Siehst du das? Da habe ich gar nicht gewusst, dass da unten einer pennt. So penne ich immer auf der Gamescom, versuche ich immer unter den Tischen. Sieht genau so aus. Er hat nicht mal was. Als erstes jetzt die Munition und später kannst du dann noch deine Waffen, die du hast, halt verbessern. Also einfach die Wirkung verbessern oder kann ich da noch Sachen dran schrauben? Genau, die Schrotflinte, die kannst du zum einen genauer machen und den Schaden, glaube ich, erhöhen. Das geht halt bei jeder Waffe, glaube ich, kannst du zwei Gimmicks anbringen. Und je nachdem, welche Lieblingswaffen du hast, musst du dich halt auch entscheiden, weil ich glaube, für alles reicht halt dann doch nicht dein Budget. Ja, oder man muss wirklich sehr viel looten, um dann ordentlich leveln zu können mit seinen Items. Hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit man ins Spiel investiert. Es gibt schon, wie auf der Map seht ihr es vielleicht. Ja gut, alles was hier grau ist, ist natürlich noch erforschbar. Und das ist nur ein kleines Stück einer riesigen Welt. Also man kann auch richtig viel Zeit hier verbringen, wenn man will.
atmosphärischer Schatten. Oh fuck. Na, man weiß ja nie. Boah, die sieht aber auch fertig aus. Ich verstehe nie ganz, wann es passiert ist, dass aus dem Splicen, was den Mensch ja verbessert, irgendwann so eine komplette Drogenjunkie, not even once, Crystal Meth Geschichte geworden ist. Also die sehen ja alle sowas von kaputt aus. Aber so ist das, wenn man eine Sache übertreibt, ist es irgendwann echt so. Jetzt haben wir, was haben wir gerade eingesammelt? Ich habe nicht aufgepasst. Haben wir eine Fähigkeit eingesammelt oder war das irgendwas anderes? Das Gelbe sind die Passive. Ja, stimmt, genau. Also kein aktives Plasmid, was man benutzen kann, verschießen kann, sondern, oder? Was auf andere ab. Nee, das ist einfach ein Passiv, das dich stärker macht. Ja. Es gibt dann auch noch später welche, die Zeit verzögern beim Hacken. Da läuft ja eine Zeit ab, dass die Zeit langsamer läuft. Ja, ich hätte es als Perks jetzt irgendwie benannt, aber oft ist man da ja nicht ganz richtig bei der Bezeichnung. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, alles noch einen Ticken zu verbessern und zu tunen und fein zu tunen. Und gerade wenn man denkt, jetzt habe ich alles, dann gibt es nochmal, dann geht irgendein Schrank auf und es gibt 1000 verschiedene neue Möglichkeiten. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, es war schon ewig her, aber ich glaube, das erste war sogar, dass du einfach stärker bist und mit der Rohrzange fester zuhaust. Ja, würde total Sinn ergeben, ja. 0451. Ich nehme an, das ist hier. Ja? Sicher, die Leiche hat sich eben gerade bewegt, Simon. Du musst in den Kopf schießen. Ja, ich bin hier total unsicher. Im Zweifel nochmal schießen, ja. Der Trend geht zum Zweitschuss. Okay, war das hier eine Bowlingbahn? Das sieht ein bisschen so aus wie so Bowlingschuhe. Okay, ein dicker Schuhschrank. Nehme ich gerne an mich. Waren wir ja schon mal. Hier ist alles schief gegangen. Wir sind hier in der OP-Area. Hinter der. Und zwischen Schönheitschirurgie und... Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erwirkt, dann passiert er. Was genau wirft er an? Was sind das? Granaten? Ja. Ich wollte ihn mir nochmal angucken. Ich wollte zumindest mal schauen, wie er so aussieht. Hab ihn ins Wasser gehetzt und das Wasser unter Strom gesetzt. So kann's gehen. Das ist aber eine sehr mutige Spielweise, die du an den Tag legst. Mit ja, erst mal schauen, weil eigentlich lautet die Devise bei so Spielen erst schießen und dann die Fragen stellen. Ja, ich gucke mir das manchmal einfach gerne an, wie sie reagieren auf bestimmte Attacken auch. Klar, man könnte immer besser spielen, aber deswegen bin ich hier nicht hier, ne? Das weiß man ja auch. So, Verbandskasten kann man, wie ich finde, immer brauchen. Eigentlich alles außer Munition braucht man fast nie, finde ich mal, wenn man so viel Munition findet. Und zur Not hat man die Plasmide, aber Energie kann man wirklich immer gebrauchen. Und auch hier kann man die Verkaufsstände hacken, um dann günstiger alles zu bekommen. Ich meine, sofern man sich mit den Waffen abwechseln, kann man eigentlich nie ein Bedrängnis mit der Munition. Nee, genau. Wenn man halt eine Lieblingswaffe hat. Man muss schon alle auch nehmen. Ein Liebling hat, kann es halt schon mal sein, dass da die Munition ausgeht. Nee, es sind genau diese Zwischengänge, die sind in Bioshock 2 nochmal einen Ticken besser, aber ich mag diese ganzen Übergänge. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Ja, deswegen spielen wir das auch. Bei den Infizierten zu leben. Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Ja, da sind wir schon wirklich bei Ayn Rand und ihren bedenklich formulierten Büchern, die so ein bisschen die Basis auch für falsche Bildung. Hat alles so immer so ein bisschen was Herrenrassemäßiges, so ein bisschen was Rassistisches, so ein bisschen dieses anderen Menschen ihre Qualität absprechen. Wir sind besser als ihr und deswegen sind wir die Herren und ihr nur die Lappen. Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine,
zwei Ohren, zwei Brüste. Ja, bei der kann man natürlich schon was machen. Ein bisschen mehr Hygiene könnte hier nicht schaden. Ich frage mich manchmal, ob das jetzt historische Fotos sind, die einfach hier missbraucht werden, oder ob dafür Frauen gecastet wurden, die dann, sag ich mal, historisch vom Haarschnitt her und Make-up historisch angehaucht wurden, fotografiert wurden. Weißt du, oder ob irgendwo jemand seine Oma wiedererkennt und denkt, hey, Moment mal, direkt Klage. Direkt eine Klage. So würde ich das machen. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Du musst deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Brückeberger. Das Blaster lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Ja, Telekinese finden wir. Machen wir. Alles klar. Ich glaube, das war jetzt die Stelle, wo du zurück musst. Ja. Hier fängt das Backtracking an. Digital Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden. Haben wir am letzten Mal am Ende das Fackel, das Feuerplasmid bekommen. Jetzt musst du, glaube ich, diesen eingefrorenen Gang freischmelzen. Kurz mal gucken. Hier sehen wir es auch. Hier kann ich irgendwie noch nicht lang, oder? Ist noch nicht offen. Und ich glaube, hier ist dieser Eisberg, von dem du auch geredet hast. Hier kam auch für die Rolle in Frage. Da schon wieder neue Gegner. Es war eine ja, das hilft an, um ein bisschen zu raffen. Oh, ich bin immer auf dem richtigen Weg. Die Gegner haben gespawnt. Wer ist das? Ja, einem auch ein bisschen leid, die ganzen Verirrten hier immer zu erledigen. Aber man hat ja auch gar keine Wahl. Es gibt ja keine Dialogoptionen sozusagen, mit den Leuten irgendwie das diplomatisch zu regeln. Ich meine, sie sind wahnsinnig. Oh, haben wir das sogar schon hier gemacht? War das nicht hier? Nee, das war unten im Keller. Aber das sieht auch so aus, als wäre hier so ein Eisberg, den wir geschmolzen hätten, oder? Kann ich hier lang? Ja, na gut. Du sagst im Keller, dann gehen wir da gleich nach. Nee, musst du zurück die Treppe. Aber du kannst ruhig erst die Gegner holen. Irgendwie will ich mir immer noch mal alles anschauen. Ist da noch Zeug? Pistole. Jetzt gucken. Von dort sind wir gekommen. Aber du meinst runter. Also durch die Treppe gleich ein Stockwerk runter. Okay. Jetzt kurz nochmal, hier ist noch ein Zimmerchen. Was rum. Was? Was hat er? Ich mach mal kurz die Untertitel an für solche Geschichten. Finde ich immer irgendwie ganz gut. Kann man sowohl zuhören als auch zu lesen. 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Okay, hier ist jetzt glaube ich nicht mehr viel, hier kommen wir hin. Ja. Hier wollen wir erstmal nicht zurück. Ich muss gerade mal mein Mikrofon richten, ich hoffe, es macht nicht zu viel Geräusch. Vorhin drin, hat hier gespielt. Oh, hier. Genau da. Hier, Schröck und noch jemand gespielt. Schröck und Colin, genau. Irgendeiner hat einen ziemlichen Eierkopf gehabt. Das Mikrofon war sehr auseinandergedehnt, muss ich sagen. Ja, gut. Da müssen wir drauf achten. Stimmt. Jemand verbiegt hier die Mikrofone mit seinem Eierkopf. Nix. Okay, hier haben wir alles schon abgegrast. Dann gehen wir jetzt hier lang. Weil du eben gerade Diplomatie angesprochen hattest. Ich meine, die sind ja alle wahnsinnig, zum einen.
Ja, aber alle so komisch, wahnsinnig. Alle wollen sie sich umbringen. Und manchmal bringen sie sich gegenseitig um. Manchmal hängen sie aber auch zusammen rum. Und manchmal reden sie noch. Also sie wirken wirklich so, als würden sie ihr Leben leben, aber das ohne zu wissen, dass sie mittlerweile völlig wahnsinnig sind. Das ist eine Scheinwelt auf jeden Fall. Ja, sie sehen auf jeden Fall nicht die Realität. Aber ich meine, guck dir das an. Drei Typen, die jetzt greifen sich gegenseitig an. Ja. Warum nicht einfach sagen, du lebst jetzt hier in dem Gebäude und ich lebe da drüben und das ist Klo. Ah, scheiße. Freund? Ah, schnell. Das war ein richtiger Ambush hier, so ein richtiger Angriff gerade. ja, aber ich wollte mir das gerade nochmal angucken. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun. Das haben sie aber auch geschickt gemacht. Es gibt viele Momente im Spiel. Da kommt man irgendwo hin, sieht irgendwas, was danach schreit, angeguckt zu werden. Und wenn man es anguckt, erst in dem Moment werden Gegner getriggert. Es gibt auch diese Momente, wo man irgendwo reingeht und dann geht man zurück und dann kommt plötzlich ein Gegner. Also klare Trigger-Momente, wo das Spiel einen ein bisschen bescheißt. Aber es macht halt Spaß. Es ist auf jeden Fall. Und es sind vor allem spärliche Momente. Es ist nicht irgendwie ständig oder wie in Doom 3, einfach sobald man irgendwas aufsammelt, sondern es ist wirklich 3-4 Mal im Spiel, aber dann auch richtig. Okay. Okay. Maschine. Ist sie jetzt kaputt oder geht die? Nee, die geht gleich wieder. Also du könntest sie jetzt hacken, während sie noch... Ja, ich hab sie gehackt. Du zerschießt sie. Schön mit der Schrotflinte gehackt. Okay, hab ich noch. Hier kann man auch nicht durch, oder? Doch, kann man. Man möchte eigentlich in der Stadt rumlaufen. Mit einem ordentlichen Anzug, also meine ich jetzt einen Unterwasseranzug. Und dann möchte man da so wie in Teil 2 einfach so durchstapfen. Das finde ich eigentlich sehr verlockend, wenn man das hier alles sieht. Aber man sieht sehr wenig sonst. Also das sind immer nur Skyboxen, mehr oder weniger Dinge hinter einem Fenster, durch die man irgendwie die Unterwasserstadt ein bisschen sieht. Tenenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Sie zum Beispiel. Warum muss man sie umbringen? Sie will doch nur Musik hören. Liebling! Oh, doch. Ich stehe über dir. Wo versteckst du dich? Hat dich Liebling genannt? Du bist nur Liebe. Hallo? Sieh dich an, meiner Vögel! Ja, Nahkampf ist nicht so zu empfehlen, weil das schon ziemlich, ziemlich anstrengende Gegner sein können. Ich kann den meistens nicht immer ausweichen. Ha! Nimm das, Fernseher. Jetzt hat es schon eine gewisse Fallout-Stimmung, oder? Mit der Musik, mit dem alten Fernseher hier. Naja, ist ja zeitlich her so selbe ja, Setting. Ja, 40er, 50er, doch, kommt, ist ungefähr spielen in derselben Zeitschnitt. Aber schau mal, sie hat im Grunde doch nur hier gechillt. Wir sind in ihre Bude eingebrochen und haben ihr eine Todesangst verjagt, eingejagt. Und danach haben wir sie einfach umgebracht. Ich sag ja nur, es gibt hier auch zwei Seiten jeder Geschichte. Wollt sie nur ihre Klamotten in Ruhe einmosen.
ein paar Alben, ein paar neue Alben drauf machen. Ich frage mich, ob das für so einen wahnsinnigen Erlösung ist, dann endlich zu sterben, getötet zu werden, oder das ob der eigentlich ganz glücklich ist, in diesen verfallenen Ruinen zu leben. Das reden sich die Erlöser gerne ein, dass sie danach glücklicher sind. In einem Lager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Telekinese, super. Jetzt muss ich aber eine Plasmid ersetzen. Ich nehme mal Abfackeln. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ha, damit hat die Ehefrau nicht gerechnet. So, hier ist jetzt auch fies. Hier ist nämlich diese Ballmaschine. Die kann man jetzt auch benutzen. Ah, okay, sie ist gar nicht tödlich. Ich dachte für eine Sekunde, dass da irgendwelche tödlichen Flammenbälle. Ich hatte irgendwas in Erinnerung, aber nee. Es ist wirklich nur. Ja, kannst du das aussehen? Die Ballmaschine. Ja, die Telekinese, genau. Das werde ich auch gleich mal machen, aber. Da ist ja keine Gefahr, das macht dann ja keinen Spaß. Oh, Moment, ich glaube, dass dafür diese Pokale sind. Das ist, glaube ich, relativ wurscht. Nur ein kleines Tutorial. Ja, ja, klar, aber ich meine, es soll ja auch Spaß machen. Gib mir Ball! Ah. Ja, Spaß macht's dann, die Granaten zurückzuwerfen, würde ich sagen. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Sue Shock. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Frauen in Brand setzen, kein Problem. Ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein Psychofrauen. Man muss es immer wieder sagen, es sind keine normalen Menschen hier, alles komplett Psychos. Das Problem ist die Reaktionszeit. Eine Notwehr. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Ah, der Effekt, den fand ich damals toll. Damals waren Wassereffekte noch neu. Und sowas hier, das gab's in der Zeit so noch nicht. Klar, wäre es möglich gewesen, aber es hat halt sich keine Mühe gemacht, wirklich ganze Räume unter Wasser zu setzen und sich dann zu überlegen, wie man das verbinden kann. Geile Story. Vielleicht Crisis hatte sowas vielleicht schon. Energie. Die Bandagen sind nur. Die nimmst du direkt ein. Ach so, die braucht man im Grunde gar nicht einsammeln, okay. Was? Ach, das war ja schon. Das ist eine Leiche von dir. Die kannst du jetzt auch sacken. Genau. Ja, komm, wirf doch nochmal eine. Vielleicht wirf mal eine Granate, vielleicht hilft das. Ah, sehr gut. was so, könnte ich jetzt machen? Zäher Brocken. Ach, ich nehme einfach eine Granate. Er ist auf jeden Fall. Hat das Adam sein Gehirn nicht wirklich verbessert. Und sein Haarwuchs auch nicht. Also wenn Adam nicht mal Haare wachsen lassen kann, im Ernst, was wollen wir denn damit? Beaten by a nose? Du, nee, auch nicht. Ich glaube, da ist schon alles. Hier war ich schon, oder? Ja, ja. War ich schon. Moment, was ist denn hier dieser? Ah, okay, der Schalter bringt nichts. Und wenn ich vielleicht Electro-Bolt damit benutze? Nee, auch nicht. Hätte ja sein können. Gibt ja auch ein paar versteckte
Rätsel im Spiel. Ja, wir müssen kurz Werbung machen, aber ihr seht schon, wir sind total so im Spiel drin und wir werden, glaube ich, noch eine Runde spielen. Mindestens eine halbe Stunde, ne? Jo, mindestens. Okay. Ab nach Rapture, gleich geht's weiter in Seamonster. Cast Tonster. Seamonster, Cast Tonster. Ich kann nichts dafür, dass du so einen scheiß Namen hast. Tja.